Hey, hier ist der Leo von den Home Music Teachers und heute reden wir über die drei wichtigsten Dinge, die ihr beim Klavierkauf beachten solltet. Das erste, woran man immer denken sollte, ist, wofür brauche ich das Instrument und vor allen Dingen, wo stehe ich? Seid ihr zum Beispiel Anfänger, kann es sehr, sehr teuer sein, direkt schon ein akustisches Klavier zu kaufen. Vielleicht habt ihr auch gar keinen Platz in der Wohnung für ein akustisches Klavier. Hier kann es zum Beispiel total sinnvoll sein, auf ein Keyboard oder auch auf ein Stage-Piano zurückzugreifen. Anderes Beispiel, ihr habt ein ganz großes Wohnzimmer, eine große Wohnung, ein großes Haus, ihr spielt schon länger Klavier und ihr träumt von einem akustischen Klavier. Hier würde ich auf jeden Fall sagen, schafft euch ein akustisches Klavier an. Wenn ihr den Platz habt, macht es natürlich total Sinn. Der zweite Punkt, der ganz elementar ist, und da würde ich euch auch wirklich bitten, keine Kompromisse zu machen, ist die Hammermechanik. Hier kann man das als Beispiel sehr gut sehen. Wir haben hier ein Stage-Piano und trotzdem haben wir eine gewichtete Tastatur, die der Tastatur eines akustischen Klaviers sehr, sehr nahe kommt. Sinn der Sache ist einfach der, stellt euch vor, ihr fangt komplett von vorne an, ein Instrument zu lernen. Und ihr gewöhnt euch an eine viel zu leichte Tastatur. Ich kann euch das hier mal als Beispiel zeigen. Hier haben wir ein Keyboard mit einer ganz normalen Plastiktastatur. Schaut mal. Die geht viel leichter zu drücken als bei diesem Stage-Piano. Dann gewöhnt ihr euch an die leichte Tastatur. Und sobald ihr später auf ein richtiges Klavier wechselt, tut ihr euch total schwer, weil sich eure Finger jahrelang daran gewöhnt haben, mit einem viel geringeren Widerstand zu spielen. Das dritte, was ihr unbedingt beachten solltet, ist die Frage, möchte ich mir wirklich ein Instrument kaufen oder geht es vielleicht auch erstmal ein Instrument zu mieten? Hier gibt es ganz viele tolle Angebote von großen Klavierhäusern. An unserer Schule in Köln kooperieren wir zum Beispiel mit dem Klavierzentrum Bechstein. Da gibt es super Instrumente, die ihr einerseits kaufen könnt, aber die ihr auch tatsächlich gegen eine Monatsmiete bei euch ins Wohnzimmer stellen könnt. Und wenn ihr euch richtig in das Instrument verliebt habt, gibt es sogar die Option, mit einem Mietkauf das Instrument dann doch noch vergünstigt zu kaufen. Denn die Anschaffung eines Klaviers ist finanziell immer ein riesengroßer Schuh, wäre auch für mich ein sehr großer Schuh. Und wenn ich mir nicht 100% sicher bin, ob ich das wirklich will, würde ich, glaube ich, immer ein Mietangebot erstmal bevorzugen. Anders sieht es aber natürlich in der Keyboard-Welt aus. Ihr kriegt teilweise schon Stage-Pianos mit Hammermechanik oder auch Keyboards mit Hammermechanik für 300 bis 400 Euro. Hier kann man sich natürlich überlegen, ob es nicht Sinn macht, einfach direkt schon ein Instrument zu kaufen. So oder so, das Wichtigste ist, dass ihr bei der Sache bleibt, dass ihr viel Spaß an dem Instrument habt und vor allen Dingen ein Instrument habt, auf dem ihr auch in Zukunft immer weiter lernen könnt. Dabei wünschen wir euch ganz viel Spaß.